Servus, herzlich willkommen bei Cheflog. Ja, heute mal ein kleines bisschen eine andere Einstellung, weil Lorraine dreht nämlich gerade ein anderes Video noch mit der richtigen Kamera, deswegen mache ich das hier noch schnell mit dem Handy, weil ich kann es einfach nicht erwarten, es zu öffnen. Ja, ich habe nämlich die neue Pokémon ETB, Zenit der Könige, sollte gestern schon kommen, aber die Post hat es nie eher hingekriegt, wegen Streiks und wie auch immer. Und wie gesagt, Lorraine dreht gerade noch ein anderes Video, was ihr in, ich weiß gar nicht, 3 oder 4 Wochen sehen werde. Ich glaube in 3 Wochen, wenn das Video rausgekommen ist. Und ja, deswegen mache ich das jetzt alles mal hier ganz schnell am Tisch vom Sofa, also am Sofatisch, am Couchtisch, wie auch immer. Und öffne einfach mal diese Packs. Dafür drehe ich euch mal rum. So, also hier, Zenit der Könige. Das neue Pack. Drin enthalten sind, wie immer, Sleeves. Also die Booster-Sleeves. Eine Promo-Card, die zeige ich euch gleich nochmal, das Buch und ja, die anderen Karten und die Spielsteine. Aber uns interessieren natürlich die Booster. Es sind sehr, sehr coole Karten in dem Set enthalten, muss ich sagen. Ich habe schon ein paar Videos gesehen von Leuten, die die Box schon eher hatten, warum auch immer. Genau, so. Machen wir es hier auf. Das ist, wie gesagt, das Heft. Auch hier Lucario, sowieso so ein Fanliebling hier in Blau, hier in Rot, weil es ist das letzte Set von Schwert und Schild. Und genau. So, gucken wir mal rein hier. Dann haben wir erstmal mal die Booster raus. So. Fehlt noch eins. So, wo ist jetzt die Promo-Card dabei? Das sind die Sleeves. Da also. Ich habe sie gesehen. So, das packen wir alles wieder ein. Da. Und stellen das zur Seite. So. Also, wie gesagt, hier die ganzen Booster. Und hier haben wir die Promokarte. Ich muss sagen, die sieht gar nicht so schlecht aus. Mal hier. Die sieht sogar richtig gut aus. Centering. Keine Corners. Gar nicht schlecht. Sehr cool. Also, Promo-Card Lucario. So, und dann haben wir hier die Booster. 10 Stück an der Zahl. Überall dasselbe Motiv drauf. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal auf. So. Ach, das sind wieder die deutschen Karten, die gehen wieder nie auf. Also ich krieg's immer nie auf. Ich weiß nicht, wenn es da einen Trick gibt. Ich habe ihn noch nie rausgefunden. So. 2, 3, 4. So. Luxio. Die Buddelbrüder. Na gut. Bidiza. Der Trank. Pantimos aus Gala. Sonnenkern, Smoggon. Ich klapp's gleich im ersten Pack. Ich bin ja begeistert. Das wollte ich noch sagen. Also ich hätte gern das Klurak in Shiny. Also mega geil. Gleich im ersten Pack. Das kann nur besser werden. Und dann noch Krillchita. Aber also, das ist hier absolut mein Highlight. Sehr geil. Ist zwar jetzt, also wenn man jetzt den Wert sieht, wie ja viele immer gucken, das großartig, aber ihr wisst, Klurak ist mein Lieblings-Pokémon. Sehr, sehr geil. Gleich im ersten Pack. Ab jetzt kann es nur noch schlechter werden. So, Pack Nummer 2. Ach, da freue ich mich. Das ist gut, weil wie gesagt, das ist das, was ich eigentlich wollte. Natürlich wäre es auch cool, was von den, ja, ich sage jetzt mal besseren Karten zu bekommen, aber davon gehe ich immer nie aus. Bei meinem Glück ohnehin nicht. 2, 3, 4. Mal gucken wir mal. Also die Energie. Pokémon-Fänger. Das ist den, den ich immer nicht aussprechen kann. Cesuruya. Cesuruyu. Ach, ihr wisst schon. Schon wieder die Buddelbrüder. Mullung. Filiul. Filiul. Ach, ihr wisst schon. Mensch. Mabulua. Mumambula. Algit. Iguana. Hier haben wir eine Reverse-Energie. Und Evoli V. Sehr schön. Nehme ich natürlich gerne mit. Also, bis jetzt
zwei Packs geöffnet, vier Hits drin. Kann man machen, würde ich sagen. Ah, so, und jetzt kriegen wir die Packs wieder nie auf. Jetzt haben wir es. So, Faustar, Rettungsbox, Giraffar, ich sag, Mensch, ihr lest selber, denke ich. Das ist auch so ein Pokémon, das kenne ich überhaupt nie. Pritzigel, Pampam, der Tausch, Schnäppke, Ignivor, Tangela, Energie zu gewinnen und nochmal das Evoli V. So. Aufpassen, dass die Karten hier in die Runde fallen. Eins, zwei, drei, vier. Das ist jetzt Pack Nummer 3. Die Energie. Rockheimann. Hyperball. Freunde aus Hisui. Algit. Iguana. Wolli. Shinux, Pampam, Zwirklop und Orotom Faustar. Sehr gut, ein Hit nach dem anderen. Klasse. Also, ich würde sagen, das Set gönnt, wenn ich die letzten Sets mir angucke, wo ich dann überhaupt kein Glück hatte. Sehr schön. So, das müsste jetzt das vierte sein. Die Energie. Schon wieder dieses Pritzigel. Superball. Schon wieder das, was ich nicht aussprechen kann. Wolli. Iguana. Pampam. Schon wieder. Tausch. Schnäppke. Oh, sehr geil. Suisene V, sage ich das richtig? Und Mew V. Ey, Leute, diese Box ist ja mal unglaublich. Sehr, sehr geil. Oh, ein Hit nach dem anderen. Also, das habe ich schon bei vielen gesehen, dass hier wirklich sehr, sehr viele Hits drin sind, die mega cool sind. Freue ich mich gerade absolut. Richtig cooles, richtig coole Karte. Mew sowieso, Mew geht immer. Mew ist genauso ein Fanliebling. Das ist halt das Schöne in den ETBs, auch wenn ich, wie gesagt, öfters kein Glück hatte. Aber in den ETBs kann halt alles drin sein. Und da kann in jedem Set halt oder in jedem Booster ein Hit drin sein. So, hier haben wir die Energie. Venuflipis. Girafagi. Energie um Schalter. Smogon. Bidiza. Molung. Filinui. Schon wieder Mambula. Diesen, den ich nicht aussprechen kann. Die Vorentwicklung. Kladiantri. Und Samacenta V. Sehr geil. Also bis jetzt, also ich bin unglaublich, wir haben noch 4 Booster, aber bis jetzt in jedem Booster ein Hit. Mindestens ein Hit. So, wenn ich die Preise finde, blende ich die euch natürlich auch ein von den Karten. Wenn ich sie finde. Dadurch, dass das Set noch relativ neu ist, schwankt das eh alles noch so. So, die Energie. Zapalek. Die Buddelbrüder schon wieder. Girafagi. Myrabla. Molung. Energiesuche. Mabula. Algit. Jurob. Und Duraludon in V. Sehr geil. Also, so viele Hits hatte ich noch nie. So. In dem Pack sind auch, es gibt im Japanischen ein Gottpack und die Karten aus dem Gottpack sind auch, können auch hier drin sein, im Deutschen und im Englischen, aber halt dann immer nur eine von denen. Das finde ich immer sehr cool. 4, mal sehen, ob wir davon auch eine ziehen. So, die Energie, Lunastein, Rettungsbox. Habe ich ja noch nie gesehen. Amphira, was ist das denn? Doch,
Im Pokémon Go gibt es den auch als Weiterentwicklung, wo du nur die weibliche Variante sich so weiterentwickelt, ich glaube. Gladiantri, Zirpurze, Shinnok, Galapantimus, Sonnkern, Zirprise, sehr geil, und Regirass V. Ist das schön. Leute, ich muss da wirklich erstmal nachgucken, ob hier ein ganz großer Hit dabei ist. Also ein ganz großer vielleicht nicht, aber ich glaube, die ist so ein bisschen was wert. Aber wie gesagt, wenn ich die Preise finde, dann blende ich das alles mit ein zu den jeweiligen Karten. Ja, und dann muss man halt hier, wie gesagt, die Packs aufkriegen. Also die japanischen und die englischen gehen bedeutend leichter auf, habe ich immer das Gefühl. Und die deutschen, ich krieg's nicht auf. Ich krieg's nicht auf. So. 1, 2, 3, 4. Vorletztes Pack. Die Energie. Der Schmetterhammer. Luxio. Rettungsbox. Bidiza. Trank. Galapantimos. Sonnkern. Smogon. Zarude. Und Fulipura V. Passend zum Evoli. So, und jetzt. Letztes Pack. Last Pack Magic. Oder wie heißt's? Mal sehen, ob wir noch den ganz großen Hit drin haben. Wie gesagt, ich glaube immer nicht dran. Aber ich kann mich, ich glaube, gerade nicht beschweren bei dem, was ich alles hier drin hatte jetzt. So, die Energie. Prizigel. Sonderbonbon. Schon wieder der Energiezugewinn. Emolga. Mal was anderes. Libiskus. Plaudergei, Janma, eine Reverse Energie und Glazioli V. Sehr cool. Also, ihr seht ja, was ich hier so rausgeangelt habe. Ich schiebe das mal noch ein Stückchen nach unten. Ehrlich, Leute, es hat sich mehr als gelohnt diesmal. Wo ich wirklich mich mega freue, ist definitiv die. Plurak Shiny war so mein Favorite. Natürlich. Mega cool, mega cool. Die anderen V, klar, keine Frage. Ja, also ich freue mich wie Sau gerade darüber, weil ich sonst halt, wie gesagt, nie Glück habe. Aber hier hat es echt geklappt. Genau, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da, teilt die ganze Sache. Und ja, damit bleibt mir nur zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. We'll be right back.